Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom AZ Sports Coaching Podcast. Mein Name ist André. Ich begrüße euch zur Folge mittlerweile Nummer 20 und ich habe heute meinen dritten Gast. Ich habe schon angeteasert in der letzten Folge, es geht heute um das Thema Calisthenics. Ich darf heute meinen dritten Gast begrüßen, und zwar den Chris. Wir schalten ihn gleich hier mit rein. Und bevor der Chris aber jetzt gleich ins Gespräch mit reinkommt, worauf ich mich sehr freue, möchte ich nochmal kurz erwähnen, durch wen die Folge präsentiert wird. Es wird weiterhin natürlich präsentiert von Prozis, P-R-O-Z-I-S, und mit dem Code COACHAZ. Mit COACHAZ alles zusammengeschrieben, spart ihr immer 10%, kriegt also den besten Deal. Es gibt immer wieder sehr geile Aktionen und zusätzlich möchte ich auch noch den zweiten Partner erwähnen, und zwar ist es der Gold's Gym Shop. Da geht ihr auf goldsgym.shop und habt denselben Code, also auch COACHAZ, und da kommen immer wieder neue Kollektionen raus. Der ein oder andere, der in der Bodybuilding-Welt unterwegs ist, dem wird das Ganze was sagen. Und zwar ist es die Marke, die in Kalifornien damals aus dem Boden geschossen kam und die goldene Ära des Bodybuilding so eingeleitet hat mit Arnold Schwarzenegger etc. Die haben dort trainiert. Das ist also eine Fitnessstudio-Kette gewesen und die gibt es immer noch. Und mittlerweile gibt es die auch in Europa und Deutschland, weil die nämlich von einem deutschen Investor aufgekauft wurde. Das heißt, man kann auch ins Gold's Gym Berlin zum Beispiel gehen, man kann ins Gold's Gym Wien gehen, in dem ich auch schon einmal drin war, und das gehört zur McFit-Kette. Ich weiß nicht ganz genau, wie diese, ich glaube RSG Group heißen die. Der Chef ist ja vorletztes Jahr beim Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen, aber das Unternehmen gibt es weiterhin und da haben sie eine sehr coole Klamottenlinie. Diese Tanktops sind sehr bekannt von denen, wo eben Gold's Gym vorne drauf ist, das Logo und so ein Bodybuilder. Die haben aber jetzt auch eine coole Kollektion, wo man eben noch ein bisschen lifestyleig unterwegs ist mit Jacken und Trainingsanzügen und Hoodies und Shirts und natürlich auch die legendären Tanktops und so weiter. Und die sind jetzt auch Partner von mir. Ich habe es schon einmal erwähnt, und geht gerne auf die Website goldsgym.shop und schaut mal, ob es da was für euch gibt. Es ist gerade momentan eine neue Kollektion gelauncht worden und es sieht alles sehr cool aus. Okay, also dann gehen wir mal ins Gespräch rein mit dem Chris. Freut euch drauf. Das Thema ist Calisthenics. Alright, also ich habe den Chris eingeladen und ich versuche ihn jetzt mal kurz vorzustellen. Und zwar, der Chris ist in meinen Augen Experte für Calisthenics. Er hat mir gesagt, dass er noch sehr gut, sehr gerne Skateboard fährt und keine Ahnung von Fitness hat. Das hat er mir im Vorgespräch so genannt. Und ich habe ihn schon sehr lange auf Social Media wahrgenommen, bevor ich ihn wirklich kennengelernt habe, weil kennengelernt haben wir uns erst letztes Jahr auf der größten Fitnessmesse der Welt, auf der FIBO in Köln, wo er seine Calisthenics-Künste gezeigt hat, die beeindruckend waren, und heute haben wir es geschafft, zusammenzukommen, sehr unkompliziert. Chris, herzlich willkommen im Podcast. Ja, moin, servus. Gerade haben wir noch drüber geredet, du willst ja jetzt noch sagen, woher ich komme, ne? Achso, stimmt, ja, richtig. Der Chris kommt und ich habe, er hat es mir gerade erklärt, aber er wird es gleich nochmal besser erklären, aus dem Odenwald, und es soll wohl in der Nähe von Darmstadt sein, aber ich überlasse dir gerne den geografischen Aufklärungsdienst jetzt. Ja, also Odenwald ist den Leuten eigentlich schon ein Begriff, ist eine schöne Urlaubsregion. Ja, tatsächlich wohne ich in der Nähe von Darmstadt, aber nicht in der Stadt, bin absolut kein Stadtmensch. Komme ursprünglich aus dem Dorf, aus einem kleinen Dorf in Unterfranken in der Nähe von Schweinfurt. Schweinfurt kennt man wahrscheinlich auch nicht. Oder kennt man echt? Doch, Schweinfurt kenne ich schon.
Okay, also vor 20 Jahren, wenn ich gesagt habe Schweinfurt, dann jeder so, hä, was, Schweinfurt, was ist das? Naja, auf jeden Fall, genau, jetzt wohne ich halt hier in Südhessen, da bin ich auch hängen geblieben. Ich bin damals 2005 zum Studium hierher gezogen, Okay. habe in der Hochschule Darmstadt Media Production studiert und ja, bin dann hier hängen geblieben, fand es ziemlich cool. Zurück nach Franken wollte ich nicht wieder. Meine Ja. Heimatstadt Schweinfurt wird nicht umsonst die City voller Hass genannt. Oh, Ja, echt? ja. Ja, da sind die Leute immer ziemlich schlecht gelaunt, also Ist industriellen es Stadt und teuer? so. Ah, scheiße, Es okay. wird besser, es wird besser. Okay. Bist du immer Aber mal wieder ab und zu dort? ja, klar, Eltern wohnen ja noch da, Okay. aber inzwischen nicht mehr auf dem Dorf, sondern sind 2007 in die Stadt gezogen. Die wurden dann halt ein bisschen älter und hatten keinen Bock mehr auf Haus und das Ganze, was damit verbunden ist, wenn man älter wird, und sind dann in eine Wohnung in die Stadt gezogen. Aber Okay, genau, okay. deswegen einmal Dorfkind, immer Dorfkind. Also bin ich jetzt hier Ja. quasi wieder auf dem Dorf gelandet. Wie gesagt, Odenwaldkreis in der Nähe Ja. vom Fischbachtal. Ja. Und ich wohne noch nicht mal im Dorf. Ich wohne außerhalb vom Dorf, im Feld, ganz alleine. Also geil. Und ich versuche rauszuhören, dialektmäßig, aber wenn ich was rausgehört hätte, dann wäre es nur so ein bisschen hessisch, aber auf gar keinen Fall der Franke. Oh, jetzt kriegst du gleich auf den Backen, ey. Den hessischen Akzent habe ich mir nämlich gar nicht angenommen. Das Einzige, was ich sage, ist Gude. Ja. Da ist auf jeden Fall noch der fränkische Dialekt, aber ich habe schon vor vielen Jahren versucht, relativ wenig Dialekt zu sprechen, ganz einfach aus dem Grund, weil immer, damals gab es ja noch Talkshows, ne, so Vera, Ja. Ricky, was weiß ich was, und immer, wenn ich Leute aus Franken in der Talkshow gehört habe, dachte ich mir, oh Gott, das klingt so asozial. Und ja, ich war damals schon viel unterwegs, weißt du, im Ruhrport, in München, sonst wo. Und dann hast du halt versucht, gerade wenn du dich so ein bisschen deiner Herkunft geschämt hast, den Dialekt so ein bisschen auszuklammern. Deswegen, aber du hast schwäbische Dialekt, oder? Wie stark kommt der schwäbische Dialekt durch? Also auf der FIBO habe ich ihn nicht wahrgenommen, als wir uns da kennengelernt haben. Da war es aber auch mega, mega laut, und da noch einen Ja. Dialekt raushören, ist schwierig. Ja. Jetzt im persönlichen Gespräch. Ich sag mal so, ich glaube, ich kann relativ gut Dialekte raushören. Ja. Und deswegen ist er für mich schon sehr deutlich, aber nicht wegen der doch eher wegen der Betonung mancher Ja. Worte. Weil ihr Ja, rundet richtig. manche Worte so ab am Ende. Ich kann es gar nicht nachmachen, ich kann es auch nicht beschreiben, Ja. aber daran höre ich das eben. Und Okay. ja, Fun Fact, mein Vater ist auch aus Schwaben ursprünglich, ne? Deswegen. Ja. Du bist auch ein bisschen Schwabe da, ne? Ich bin auch ein bisschen Schwabe, genau. Also, das Witzige ist, mein Vater kommt ursprünglich auch aus dem Odenwald, wo ich jetzt wieder wohne, aber ich wohne auf Oh. der hessischen Seite und er kommt aus Okay. der schwäbischen Seite Richtung Heilbronn. Ah, okay. Und wie schwätzt er dann? Also. Also der auch so wie ich eigentlich, eher ein bisschen neutral. Okay. Fränkischer Einschlag ist drinne, aber das Schwäbische, das hat er eigentlich überhaupt nicht mehr, was ich ein bisschen schade finde. Ich meine, ist nicht so, als hätte ich jemals ein Wort von meinen Verwandten verstanden, wenn wir die da besucht haben, so, weil es echt ein heftiger Dialekt ist, aber ich finde es immer geil, wenn er kann es noch, ist cool. Okay, geil. Ja, also bei mir war es auch so ähnlich. Ich war ja viel auch so nach der Schule und Zivildienst viel im Ausland unterwegs, habe auch viel im Ausland gearbeitet, also meistens in Hotelanlagen, auch als Trainer damals schon. Und die Hotel, also es war Spanien und Griechenland, aber die Hotelgäste waren halt zu 90% deutschsprachig. Also die waren dann halt Deutschland, Österreich, Schweiz. Manchmal waren vielleicht ein paar Leute aus, weiß ich nicht, Holland oder Luxemburg oder so dabei, aber die meisten haben halt Deutsch gesprochen. Und da war das ja eh schon so, dass man besser damit durchgekommen ist, wenn man halt einfach neutral gesprochen hat. Also Hochdeutsch und so habe ich mir das wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie stark mein schwäbischer Dialekt früher war, aber so habe ich es mir wahrscheinlich ein bisschen rausgearbeitet und das Hochdeutsche angewöhnt. Aber natürlich, wenn ich zu Hause mit meiner Freundin quatsch oder mit meinen Eltern oder meiner Schwester, dann kommt es natürlich viel stärker durch, weil man sich da dann immer so anpasst und so zu den Wurzeln zurückkehrt. Und ich muss sagen, weil du vorher gesagt hast, im Fernsehen, wenn ich eine Talkshow früher geguckt habe und jemand hat so Schwäbisch geschwätzt, dann habe ich es irgendwie, fand es cool. Also ich fand es irgendwie so, ah, da kommt einer aus Stuttgart oder Umgebung. Ja, weil gefühlt kommen ja aus dem Schwabenland alle aus Stuttgart, auch wenn sie 100 Kilometer außerhalb wohnen, sagen sie natürlich trotzdem, ja, Stuttgart, Stuttgart, so. Und dann, aber, also bei mir genauso. Also ich habe zwar eine Zeit lang dort gewohnt, aber aufgewachsen bin ich auch 100 Kilometer außerhalb und da wird schon extrem breit Schwäbisch geschwätzt.
wie man sagt, weil ich war letztes Jahr beim Klassentreffen, 20 Jahre Abitur, und dann ist mir das voll aufgefallen, wie die, also meine ehemaligen Klassenkameraden, wie die halt, weil die immer noch dort wohnen, wie die halt dann quatschen so, und denen ist auch aufgefallen, dass ich nicht mehr so drauf bin. Da, so kamen wir da drauf. Genau, das merke ich auch immer, wenn ich in der Heimat bin, treffe meine alten Kumpels, da geht es mir genauso. Da merke ich halt, oh krass, also so, die haben noch den heftigen Frankendialekt drauf, den habe ich halt nicht mehr drauf. Ich falle auch relativ schnell wieder rein, wenn ich dann zu Hause bin, wie jetzt an Weihnachten, aber ist klar, Ja. es ändert sich halt, ne? Aber gut, Ja. was du sagst, ich glaube, es liegt ja auch daran, dass du deinen eigenen Dialekt vielleicht lieber mochtest. Euer Dialekt, der klingt auch so ein bisschen putzig, der hat irgendwas, der hat was Heimeliges, weißt du, der hat Ja. was Nettes an sich. Ich weiß nicht, ob du jetzt mit so einem richtig fränkischen Dialekt, ne, aus Oh. Unterfranken, ob du damit was mit anfangen kannst, ob du das schon mal gehört hast. Aber das Ja. ist halt ziemlich zornig, klingt Ja, relativ gell? aggressiv. Ja, Gell, und ja, also, stimmt. und das ist auch jetzt noch so, ich habe halt, das ist ein bisschen wie das deutsche Russisch, so ungefähr, weißt du? Also Was für ein Vergleich, ey. das R wird so gerollt, alles klingt relativ hart und brutal. Deswegen wurde mir dann auch damals, als ich noch mehr gefränkelt habe, auch immer so ein bisschen nachgesagt: Ja, warum bist du denn immer so zornig? Du klingst immer so Ah. aggressiv, was ist los? So, nee, Okay. es ist bei uns halt normale Sprache, Ah, ne? Auch großer Einsatz von vielen Schimpfworten damals noch, jetzt heutzutage vielleicht nicht mehr, aber ja. so die Standardfloskel, ey, du Arsch oder so, das hast du in jedem Satz untergebracht, so Okay, wie die okay. Amis fuck, ne? Die sagen ja immer fucking, blablabla. Ja, stimmt, Das, okay. ja, und so war Krass, das halt ja. bei uns auch. Also Schimpfworte waren in jedem Satz eigentlich drinne. Gut, es kann auch sein, dass es nur in meiner Jugend oder frühen Erwachsenenzeit so war, aber das war halt das war so das Umfeld. So hat man das wahrgenommen. Ja, also wir hatten damals, da habe ich so ein bisschen kennengelernt, wir hatten damals einen Clubdirektor, der war, also keine Ahnung, wie stark sein Dialekt war, aber der war auf jeden Fall Franke. Und der, kennst du die, weißt du so ein bisschen, wie das abläuft in so Robinson-Clubs, Aldianas und sowas? Nee. Kannst du dir vorstellen? Also es ist halt dieses klassische Clubhotel, wo die Leute hingehen und sozusagen, ist wie so ein kleines Dorf, das die nie verlassen, weil du hast meistens eine All-Inclusive-Essensversorgung oder Halbpension, und dann hast du ganz viele Sportprogramme. Also es ist sozusagen so wie AIDA, nur nicht auf dem Schiff. Okay, klingt ein bisschen wie dieses Plandorf von Walt Disney damals. Ja, also es ist wirklich so wie so ein kleines Dorf, und man kennt sich dann untereinander, und die Eltern schicken ihre Kinder in die Kinderbetreuung und machen dann, was weiß ich, ihre Massageanwendungen und machen ihr Sportprogramm und gehen zur Physiotherapie und was auch immer. Und ja, du musst da nie raus, und ja, also es ist interessant, da auch zu arbeiten. Also ich hatte damals die Möglichkeit, für insgesamt 3 Jahre als wirklich als Trainer dort zu arbeiten. Ich war dann nicht Angestellter vom Unternehmen, sondern ich war so ein Subunternehmer extern und konnte meinen Tag selber gestalten, Coachings und so weiter. Das war echt eine gute Erfahrung. Und wenn du ein normaler Mitarbeiter bist, dann musstest du dort immer bei Shows auch mitmachen. Also die haben auch so Musicals und so Zeug gemacht. Die Ach, hatten dann so ein krass. riesiges Theater, und viele von den Mitarbeitern waren zum Beispiel auch ausgebildete Musical-Darsteller. Die konnten dann sehr gut singen, sehr gut tanzen, sehr gut schauspielen und was auch immer. Und manche konnten das halt überhaupt nicht. Die mussten das aber trotzdem machen, weil jeder Mitarbeiter, der von denen angestellt ist, hat halt so, war im Vertrag so festgelegt, du musst bei einer Show mitmachen. Ach. Vielleicht bist du nur Statist, oder vielleicht musst du auch was tanzen, oder du musst dich als irgendein Tier verkleiden oder was auch immer. Also ich musste das nicht machen. Also ich hatte das im Vertrag nicht drin. Ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich es irgendwie spannend und interessant fand. Ich habe bei so einer Falco-Show zum Beispiel mitgetanzt und so. Das war echt lustig. Aber wahrscheinlich war es nur deswegen lustig, weil ich es nicht musste, sondern ich habe es mir rausgesucht. Und wir hatten damals einen Clubchef, der war, wie gesagt, Frange. Und der hat auch in dieser Show eben so eine Sprechrolle gehabt. Und da war Oi. das halt unfassbar, weil der konnte seinen Dialekt halt gar nicht ablegen. Überhaupt nicht. Nee, Und das da hatte können die auch der. im Englischen nicht. Das ist das Problem. Ne, genau. Und der musste ja, also Gott sei Dank musste er ja nicht so viel Englisch reden, weil das Publikum ja überwiegend deutschsprachig war. Aber es gab so eine Szene, und wir haben uns wirklich da in den Proben auch immer totgelacht, weil er dann so eine Sprechrolle hat. Ich weiß nicht, was es war. Es war irgendwie sowas, er so Musical-mäßig, und er war dann irgendwie der König, keine Ahnung. Und dann hat er so gesprochen, dann sagt er, ja, ihr habt meine Tochter gedödet. So, also dieses, was Gedödet. eigentlich, D als T und T als D. ganz genau.
Ja. Darauf wollte ich hinaus. Und das war halt wirklich immer der Running Gag, weil alle Mitarbeiter haben immer darauf gewartet, bis er diesen Satz auspackt. Und dann haben sich alle halt bepisst vor Lachen. Und ja, es gab halt mehrere solche Sequenzen. Da bin ich so mit dem fränkischen Dialekt so in Berührung gekommen. Und es war, also der war total sympathisch, der Typ, aber der konnte wirklich ums Verrecken nicht Hochdeutsch sprechen. Nee, absolut nicht. Ich meine, wer noch ein gutes Beispiel ist, Markus Söder, der kommt ja auch aus Franken, der kommt aus Nürnberg. Ja, ich meine, bei ihm ist es nicht ganz so schlimm, das kann er sich auch gar nicht in dem Maß leisten. Ich meine, immerhin ist er Politiker, da kann er nicht den massivsten Dialekt reden, aber er hat ihn halt trotzdem. Also ich höre sofort raus, dass er halt ursprünglich Franke ist. Ne? Ob man den jetzt sympathisch findet oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich sage nichts zu meinem Landsmann da oben, aber ist egal. Aber eine andere Frage, also ich meine, du hast dann da als Trainer in dem Club gearbeitet, oder was? Ja, genau. Und, wie viele unmoralische Angebote hast du bekommen zu Dating? Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist nicht nur ein Gerücht, sondern das läuft wirklich da so ab. Also da hast du auch wirklich, also du hast solche Angebote natürlich bekommen und du hast auch sehr viele Stories miterlebt. Und wenn nur die Hälfte von diesen Stories stimmt, ist schon echt, also ich würde sagen, Vorurteil komplett bestätigt. Es war wirklich, ich hatte einen Zimmernachbarn, also du musst dir vorstellen, je nachdem, wie viele Monate, Jahre du da gearbeitet hast oder was für eine Stellung du als Mitarbeiter hattest, hattest du Anspruch auf ein Einzelzimmer oder zum Beispiel eine Einzelkombi, das heißt, du hast dir mit einem anderen fremden Menschen ein nicht Zimmer geteilt, sondern das Badezimmer geteilt und die Zimmer, also jeder hatte sein Zimmer, konnte die Tür zumachen, aber das Bad hat man sich geteilt. Ja. Und der Kollege hat in der Physiotherapie gearbeitet und die Physiotherapie und der Fitnessraum waren so halt in einem Gebäude und er hat mir dann morgens immer seine Stories erzählt, wen er bei der Behandlung hatte und dass es dann auch über die Behandlung so drüber hinausging und hat mir dann auch Videos und Bilder und Zeug gezeigt und er hat mich nie gefragt, ob ich das sehen will, aber er hat es mir einfach unter die Nase gehalten morgens und er war halt, es war irgendwie so sein Ding, dass er da überaus stolz drauf war und er hat mir dann natürlich auch die gezeigt und du hast dann mitbekommen, dass die dann abends mit ihrer Family da und den Kindern da am Esstisch und Friede, Freude, Eierkuchen, Family und du weißt genau, gestern krass. So und so. Ja, also es ist wahrscheinlich immer noch so und war damals auch so, ja. Aber selber hast du nicht mitgemacht, oder was? Erzähl ich dir offline. Ja, das wäre ja gerade das Interessante jetzt, ne? Jetzt ist eigentlich die Aufnahme rein, aber vielleicht nicht für alle Ohren gedacht. Okay, ich verstehe. Okay. Aber da waren bestimmt die ein oder anderen Granaten-Muttis auch dabei, oder? Ja, mit Sicherheit, ja. Also das ist ja auf jeden Fall auch so vom Preissegment etwas höher angesiedelt. Das heißt, die sortieren da ihr Publikum schon aus, dass da dementsprechend, also da machen auch viele, ob wir sie jetzt VIPs, Celebrities oder wen auch immer nennen wollen, die machen da halt auch ihren Urlaub, weil die da halt so, es kostet, also es hat ein gewisses Niveau, es kostet, aber es ist nicht so, dass es jetzt ein krasses Hotel wäre, das teuer ist, sondern es ist eher so, dass es, du zahlst halt für dieses komplette Entertainment-Angebot, dass du rund um die Uhr halt versorgt wirst. Die Zimmer und die Qualität des Essens ist eher so, ja, mittelgut, jetzt nicht überragend, das ist nicht das, was du bezahlst, da kriegst du in anderen Hotels, kriegst du hochwertigere Speisen, was auch immer, ist halt für die Masse gemacht, aber du zahlst im Endeffekt dafür, dass du morgens Tennis spielen kannst und abends kannst du zum Golf und mittags kannst du das und dann hast du All-Inclusive und hast auch die ganzen Getränke am Start und so und auch nicht den billigen Fusel, also das können sich so viele Menschen nicht leisten, die müssen da halt auch gut im Leben stehen und irgendwie Ärzte oder Anwälte oder Akademiker oder was auch immer sein. Und zum Beispiel war jetzt nicht besonders attraktiv, den zu sehen, aber zum Beispiel war der, wo wir es gerade vom Politiker haben, Oscar Lafontaine war, glaube ich, mal da, habe ich mal gesehen. Und halt auch ganz viele ehemalige Profisportler oder noch aktuelle Profisportler auch. Die machen da halt Urlaub oder machen da Trainingscamps und gehen da mit ihrer Family hin und dementsprechend kam man da mit den Leuten in Berührung. Das Coole aber, weil das, was ich jetzt gerade erzählt habe, war alles vielleicht eher ein bisschen negativ erzählt. Es war eine sehr geile Zeit und das Coole ist, die sind da alle per Du miteinander und du lernst da den Horst oder den Wald oder die Sabine kennen und die erzählen dir auch nicht sofort, dass die Vorstandschef bei wo auch immer sind, weil das ist in dem Fall nicht wichtig, sondern du isst halt abends, sitzt mit denen am Tisch und die sagen, ja, ich bin die Sabine und bla und dann nachher kriegst du irgendwie mit,
oh, das ist hier Vorstandschef von der großen Firma und von hier, und denkst dir so, Alter, was geht ab? So, aber die wollen ja gar nicht darauf angesprochen werden, weil die sind ja im Urlaub. Ja, das ist cool. Das sind auch nur ganz normale Menschen. Ne? Das vergisst man halt immer, egal was die im Leben machen, wie Ja. viel Kohle die verdienen. Ja. Die stinken auch beim Kacken. Weißt du, Richtig. also warum sollen die irgendwie anders sein als andere Leute? Ja, genau wie du Richtig. es gerade beschrieben hast, wenn du im Nachhinein rausfindest, oh, das ist der und der und der, und ist er eigentlich ganz normal drauf, redet ganz normal, Ja, ist auch ein witziger genau. Typ. Ist auch ähnlich Absolut. wie zum Beispiel, nehme ich den Robert mal als positives Beispiel von Creapur. Hast du ja auch Ja, kennengelernt auf der FIBO, also quasi richtig. der Oberchef mehr oder weniger von dem ganzen Ist es Ding. der Oberoberchef? Ich bin mir nicht so sicher, aber er ist auf jeden Fall ziemlich weit oben, ne? Ja. Also hat da so ein bisschen das Sagen. Und da denkst du natürlich auch, als der Mirko dann zu mir gesagt hat, oh, ich stelle dir jetzt den mal vor, da habe ich auch so ein Ja. bisschen Arschkerbenschweiß gehabt, weil ich dachte, oh, jetzt, ich meine, ich arbeite schon seit Jahren für die, ne? Jetzt muss ich mich da auch gut präsentieren. War auf der Ja. FIBO auch total kaputt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil irgendwie, ich Ja. hatte ja die Verantwortung für die ganzen Teamjungs da, ich musste die da delegieren und wie so ein Babysitter morgens aufwecken, denen noch ein Käffchen vorbeibringen und dann pünktlich auf die Ja. FIBO bringen. Also, ich konnte überhaupt nicht gut pennen. Ich habe mir 2 Nächte hintereinander Schlaftabletten reinfahren müssen, Ah, dass ich stimmt, das runter, hast du kurz mal erwähnt. Heftig, naja, weil ja. ich bin einfach nicht runtergekommen, weißt du? Und da dachte ich, oh, und jetzt das Gespräch mit Robert, das könnte dann irgendwie auch so ein bisschen heikel werden, aber der war halt auch Ja. total locker drauf. Und ich habe auch so das Total. Gefühl, also die Leute, die relativ weit oben sind, die sind dann wieder wesentlich lockerer. Die Leute, die nämlich gar nicht locker sind, das sind die, die gerne ganz oben wären, die irgendwo so in der Ja. Mitte sind. Die fühlen sich immer Ja. so, als wären sie was Besseres, Ja. sind aber eigentlich gar nicht da oben. Und die Leute, die es quasi in Anführungsstrichen schon geschafft haben, die sind dann wieder Ja. total easy drauf, ne? Und Stimmt. das fand ich echt cool, weil ich habe ganz normal das Gespräch geführt. Wir haben auch so ein paar Scherze gemacht Ja. und auch so ein bisschen Scheißhaus-Humor gehabt. Das fand ich ziemlich cool. Und Der dachte mir, war ja, korrekt. super locker drauf, der Typ. Voll, voll, ne? Ja. Aber erst bin ich erschrocken, ne? Weil dann kam natürlich, wie ich es mir gedacht habe, auch so ein älterer Mann im Anzug und ich dachte, Ja. okay. Aber nee, mega, mega cool drauf. Auch, ja, Herz am rechten Fleck. Echt Absolut. super. Auch Absolut. Hat letztens die hat man. Ja. Marke noch sympathischer gemacht? Ja, ne? Auf jeden Fall. Voll, Also voll. ich bin auch total happy, da ja, Teil vom Team zu sein. Kann man ja ganz klar so sagen. Macht auf jeden Fall Bock. Ist echt eigentlich der coolste Job, den ich bis jetzt hatte. Und ich hatte schon viele. Ja. Ja, und macht halt Spaß. Ja. Kannst Definitiv. du mal, also weil ich weiß ja ungefähr, wie es abgelaufen ist, aber alles weiß ich auch nicht, wie du dazu gekommen bist und wie du die Zusammenarbeit so beschreibst, wie lange das schon Bestand hat und so, was du da so cool findest. Kannst du kurz was dazu erzählen? Das ist halt die Sache, du weißt gar nicht genau, was ich bei Creapur mache, oder? Nee, das weiß ich nicht ganz genau. Das ist Nur genau. das, was ich, nur das, was ich gesehen habe. Genau, das muss ich vielleicht. Also, jetzt, meinst du jetzt Calisthenics oder Creapur Job? Oder was soll ich jetzt erzählen? Beides gerne. Ja, okay. Also, erstmal Calisthenics, denn darum geht's. Und wir sind jetzt 20 Minuten in und haben noch kein Wort darüber verloren, warum ich überhaupt da bin. Macht Genau, ich nichts, mache aber da Calisthenics. Ja, die Zuhörer sind sicherlich dran geblieben für das, was jetzt passiert. Ja, hoffentlich nicht, dass sie schon weggepennt sind oder so. Nee, auf jeden Fall, also ich sage erstmal nicht, wie alt ich bin. Die Leute sollen erstmal mein Insta abchecken und dann können sie mich das Richtig. fragen. Ich bin auf jeden Fall Richtig. kein junges Semester mehr, auch wenn ich vielleicht nicht so wirke, hoffe ich zumindest. Und genau, Calisthenics seit, lass mich überlegen, 2013, soweit ich weiß. Und deswegen auch, weil du vorhin gesagt hast, dass ich gesagt habe, ich habe keine Ahnung von Fitness. Das ist natürlich eine polarisierende, witzig gemeinte Aussage. Inzwischen habe ich natürlich Geil. schon ein bisschen Ahnung davon. Aber ich habe Ja. keinen Fitness-Background, das wollte ich damit sagen. Okay. Ich war noch nie in einem Fitnessstudio. Mein Background ist Skateboarding und ich habe wirklich Calisthenics so angefangen, wie man sich es eigentlich auch vorstellt. Also wirklich auf der Straße im wahrsten Sinne des Wortes. Hier bei mir im Hof und draußen in irgendwelchen Parks, die es damals noch gar nicht gab, also irgendwelche Outdoor-Fitness-Parks missbraucht, wo es eigentlich keine Klimmzugstangen und so gab, so wie heute. Und das war Ja. 2013. Und wie ich dazu gekommen bin, ist auch eine witzige Story. Ich hatte irgendwann mal einen Bandscheibenvorfall durch Skateboarding und dann wollten die mich mit 28 unter das Messer legen. Und dann habe ich halt gemeint, so, ey, nee, no way. Also, dass ich mit dir am Rücken operieren. Ich bin sowieso nicht so der Ärzte-Fan, viel zu viele schlechte Erfahrungen gemacht und wollte halt Okay. noch eine Alternative.
Ja, und dann hat er gesagt, Alternative wäre halt Muskelaufbau. Ich so, ja, okay, cool, dann mache ich das, weil ich fand auch schon immer so, naja, so wie dein Spartaner-Bild hier im Hintergrund, das war damals schon voll Thema. Wann kam der raus? 300, 2006 oder so, und ich fand es halt schon Ungefähr, ja. immer, ja genau, war aber schon, also ich fand es immer schon geil, so diese typische Männlichkeit, Sixpack, Muskeln, bla, war aber immer viel zu faul. Ja, und dann hatte ich halt quasi den Grund, ich muss jetzt Muskelaufbau machen und habe das dann auch aber ganz, ganz klein angefangen. Damals gab es noch kein Calisthenics, als es mit meinem Bandscheibenvorfall war. Ich glaube, das war so um 2008, 2009. Also gab es mit Sicherheit schon, aber war mir jetzt halt nicht bekannt. Und durch den Film 300 und die Serie Spartacus, die danach kam, weiß nicht, ob Boah, die auch noch. Ja, ne? beste Serie. Boah, mein Gott, ich habe die DVDs zu Hause. Ja, Mann, ich habe auch alle hier stehen. Stehen alle hier direkt neben mir. Krass. Und erste Staffel, weißt du noch, Andy Whitfield, der Hauptdarsteller von Spartacus, der dann leider Krass. gestorben ist, die Krasser haben, Typ. genau, im Bonusmaterial von der DVD war das Workout, was sie für die Serie machen mussten. Stimmt. Und das Spartacus-Workout habe ich dann als erstes Training gemacht, so 2009 rum, für meinen Rücken und so, und stand dann halt mit Kurzhanteln im Garten und habe das halt gemacht. Und das war so meine erste Berührung mit Kraftsport überhaupt. Und die erste Berührung mit Calisthenics kam dann 2013. Da war ich mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, an einem Sonntagnachmittag müsste das gewesen sein, auf der Couch gelegen im Winter, und wir haben Arte Tracks angeguckt, diese Sendung, wo so alternative Musik immer vorgeführt wurde Ja, und ja. auch so neue Sportarten vorgestellt wurden. So Parkour zum Beispiel war damals da in der Sendung, hat man ja auch so im breiten Sport noch Ja. nicht gekannt. Und da war Stimmt. Calisthenics drinne. Und da Okay. waren irgendwie, waren so zwei Dudes, die sind im Winter mit freiem Oberkörper durch Paris gelaufen bei der größten Kälte und haben halt überall irgendwelche Moves gemacht. Und ich halt so ein Großmaul, wie ich sowieso bin, sag so zu meiner Freundin, ja, pf, kann ich auch. Ja, ne? Also die haben damals, die haben Planche gemacht, irgendwie so damals noch Bandarm-Planche. Sagt ihr, was Ja, Planche ist, sag, weißt also du? Planche, also ich würde sagen, Planche ist wahrscheinlich eine der heftigsten überhaupt Positionen, wenn es um Thema Körperbeherrschung geht, oder? Genau, also Planche ist im Grunde die Plank-Position, die ja jeder kennt, aber ohne Füße auf dem Boden, auch mit gestreckten Armen und so. Ja. Genau, und die Man Jungs. kann es auch so unspektakulär nennen wie du jetzt gerade. Aber Ja, normal. es beschreibt die Sache ja schon, ja. Also. Genau, weil wir haben jetzt kein fachspezifisches Publikum in dem Podcast wahrscheinlich. Nee. Aber Deswegen. ich hoffe, die Leute können sich's vorstellen. Genau, also Plank kennt jeder, aber nicht den Ellbogenplank, sondern die obere Liegestützposition und das Ganze ohne Genau. Füße auf dem Boden. Klingt erstmal Genau. unmöglich, ist aber möglich. Und die Ja. Jungs bei Arte Tracks haben das damals aber mit angehockten Armen gemacht, also das sogenannte Bandarm-Planche, der ist ein bisschen einfacher, weil mit Ja. gestreckten Armen ist es natürlich nochmal ein bisschen schwieriger. Ja. Ja, und ich habe halt gesagt, ja, das kann ich auch. Und dann hat meine Freundin damals gemeint, ja, dann zeig doch mal. So, hier jetzt, ja. Und ja, Mach doch musste mal. ich, ja genau, und dann habe ich halt versucht und konnte es natürlich nicht. Und dann habe ich mir vorgenommen, ich übe das jetzt so lange, bis ich es kann. Das war meine Motivation, Calisthenics anzufangen. Also es gab Krass. keinen Turning Point in meinem Leben, den hatte ich ja quasi schon mit dem Spartakus-Training und den Bandscheiben. Aber also ich habe mich nicht unwohl gefühlt, ich bin nicht fett gewesen, ich musste nichts ändern. Es war einfach nur, ich wollte diesen Skill lernen, um meiner Freundin zu beweisen, dass ich stark bin. Mega. Das ist schon mal eine geile Geschichte. Ja, finde ich auch. Ich muss kurz fragen, wegen dem Workout. Da gab es ja mehrere so Workouts. Und es gibt, also sprichst du von einem dieser Workouts oder sprichst du von diesem Workout, das auch 300 heißt? Nee, nee, also ich habe jetzt gar nicht vom 300-Workout gesprochen, sondern vom Spartacus-Workout, Achso, stimmt. was die Darsteller der Spartacus-Serie Ja, gemacht haben, so um war sich das. quasi ein bisschen aufzublasen. Aber das war, also das genaue Workout habe ich da nicht gemacht. Es gab dann so eine abgewandelte Version, die auch auf YouTube irgendwie lief, wo halt dann auch jeder ein bisschen mitmachen konnte, was ein Ja. Teil von dem Programm, von den Schauspielern war, aber halt den Teil, den man auch zu Hause locker nachmachen kann. Das war alles kurzhantelbasiert, aber so ein bisschen Ah. abgewandelt. Ja, genau. Okay.
Zwar nicht so your average Biceps Curl Workout oder irgendwie sowas, ja, oder Rowing, was man natürlich kennt, sondern es war so ein bisschen fancy. Das war so der Beginn dieser ganzen YouTube-Workouts, wo es ein bisschen fancy geworden ist. War dann zum Beispiel die Kombination von Push-Ups auf Kurzhanteln und wenn du oben bist beim Push-Up, dann die Hantel noch hochziehen, also quasi noch rowen, wenn du in der Plank-Position bist und dann wieder ein Push-Up und dann wieder rowen, einmal mit jedem Arm. Und dazu noch Mountain Climbers. Also es war echt ein ziemlich geiles, kompaktes Workout auf jeden Fall. Ah, cool. Also ich habe diese Serie extremst gefeiert, auch dann später, als der andere Schauspieler dann eingesetzt wurde. Immer noch geil, obwohl man immer den ersten natürlich geiler findet so. Und das Workout habe ich aber nicht in Erinnerung. Aber was ich in Erinnerung habe ist, und das weißt du vielleicht auch, bei den Vorbereitungen von dem ersten 300er-Film, da gab es auch ein Workout und das kam dann auch in diesem Bonusmaterial, der DVD wahrscheinlich oder Blu-ray, keine Ahnung. Und das nennt sich 300 und das ist so ein Workout, das so in der Functional-Welt damals sehr populär wurde. Und also alle Übungen zusammengezählt haben die Zahl 300 ergeben, also 300 Wiederholungen. Ja. Und ja, wenn man sich es nur auf der Zunge zergeht, die Leute, die hier zuhören, die können ja gerne googeln, das 300er Workout. Aber es fängt an mit 25 Pull-Ups und es endet mit 25 Pull-Ups. Krass. Und diese Pull-Ups sollten natürlich strict gemacht werden. Also keine Kipping-Movements, wie wir sie im CrossFit machen, sondern die sollten wirklich strict gemacht werden. Zwischendurch gab es dann noch Liegestütz, 50, Squat-Jumps. Da gab es auch ein paar Versionen davon. Und das ist so ein Workout, das so, so in meiner Welt dann auch sehr populär geworden ist, weil das ja keine, ich sag mal, skillbehafteten Übungen sind, sondern einfach nur extrem große Wiederholungszahlen. Also klar ist ein Klimmzug ein Skill, aber nicht in so ein Skill, wie man in die Tiefe bei euch im Calisthenics in den Skill reingehen kann, Richtung Muscle-Up, was auch immer. Du brauchst halt Kraft dafür. Muscle-Up ist auch kein Skill, ist auch nur Basic. Ja, für viele ist es schon ein Skill, aber es ist ein bisschen eine Definitionssache. Aber also bei diesem Workout geht es ja wirklich darum, dass du sagst, ich halte von Anfang bis Ende durch und ich schaffe es überhaupt, mal mit 25 Pull-Ups anzufangen, geschweige denn, dass ich mit 25 Pull-Ups aufhöre und zwischendurch nochmal 250 andere Wiederholungen mache, wo ich noch Kreuz heben muss und so weiter. Also das war so ein Ding, da war ich noch nicht in der CrossFit-Welt unterwegs und da habe ich dieses Workout schon wahrgenommen, weil die das da eben gemacht haben und wohl anscheinend war das eins der Workouts, mit denen sich die Darsteller auf den Film 300 vorbereitet haben. So. Also man weiß ja nicht, ob es wirklich so ist, aber die erzählen das halt so. Ja, da habe ich eine schöne Allusion für dich, weil wir gerade von Basic Movements geredet haben. Und klar, je höher das Level, desto höher ist natürlich auch das Level der Basics. Absolut. Ich würde sagen, also wenn der Liegestütz die Eintrittskarte für die Straßenbahn ist, dann ist der Klimmzug die Eintrittskarte für den Regionalexpress und der Muscle-Up die Eintrittskarte für den ICE, so ungefähr. So. Und wenn du mal im ICE sitzt, dann willst du natürlich immer schneller. Dann musst du irgendwann nach Japan in den Schnellzug da rein, um jetzt bei der Bahn-Allusion zu bleiben. Und dann geht es halt richtig los mit dem ganzen Gedönsen. Aber ja klar, und ich meine, Muscle-Up, den kannst du halt auch auf verschiedene Arten und Weisen machen. Den kannst du super basic machen. Ich meine, du kannst ihn wie im CrossFit natürlich mit Kip oder Hip-Movement machen. Das ist die eine Sache. Dann kannst du ihn strict machen. Aber es geht halt auch noch weiter. Es gibt noch ganz viele Muscle-Up-Varianten und die dann auch extrem schwer werden für Leute, die halt schon ein sehr hohes Level haben. Ja, absolut. Ja, definitiv. Also ja, klar, es ist immer in dem Boot, in dem man sitzt, bezeichnet man andere Sachen als Basics und Skills und was auch immer, weil man sich ja, das sollte man ja, man sollte sich ja weiterentwickeln, was das Thema angeht, aber es ist ja nicht bei jedem so. Also ich betreue ja auch viele Gruppenkurse und da ist schon der normale Push-Up ohne Knie, egal ob Mann oder Frau, für viele einfach so, Kacke, wie kriege ich das hin, dass ich da mal besser werde und dass ich da mal nicht die ersten 5 richtig mache und die restlichen 15 muss ich dann auf den Knien machen. So, da brauchst du gar nicht von irgendwelchen anderen Skills sprechen. Die sind froh, wenn sie überhaupt sich mal einmal hochziehen können an der Klimmzugstange ohne irgendeine Unterstützung. So.
Ja, absolut. Aber deswegen auch Respekt an alle, die den Weg halt gehen wollen. Also ich meine, ich hatte es von Anfang an relativ leicht, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, ich hatte einen ziemlich guten sportlichen Background. Aber es ist halt auch so, ich meine, wenn man in der heutigen Gesellschaft sieht, was der Durchschnitt ist an Fitness- oder Kraftlevel, dann ist es halt schon sehr bestürzend, muss man ganz ehrlich sagen. Deswegen finde ich es immer cool, wenn die Leute das auch so ein bisschen in die Hand nehmen. Aber es ist wirklich Wahnsinn. Also ich habe schon mehrfach miterlebt, erst vor ein paar Monaten, es war eine Frau, vielleicht um die Mitte 50 oder irgendwas, also auf jeden Fall nicht super alt, das sollte man meinen. Da hat man auch noch ein bisschen Power, um sich mal hochdrücken zu können, wenn man hingefallen ist. Und die wurde als wirklich ganz, ganz leicht vom Auto angefahren, jetzt nicht überrollt oder irgendwas, sondern das war in der Fußgängerzone. Die Frau stand da, dann stand ein Auto in der Fußgängerzone, ist ganz, ganz langsam, nicht mal in Schrittgeschwindigkeit rückwärts gerollt, hat die Frau quasi am Arsch angedotzt mit der Stoßstange. Die ist auf die Knie gefallen und hat sich dann quasi auch, hat sich lang gemacht und ist halt dann irgendwie auf dem Rücken gelandet und konnte sich selbst nicht wieder aufrichten. Aber nicht, weil sie verletzt war, sondern weil sie sich halt nicht hochdrücken konnte. So, Ja, also stimmt. im Grunde wäre es ein Knieliegestütz gewesen. Ja, Und genau. der hat nicht funktioniert. Also, und ich finde schon, also Skill und Calisthenics und Power hin oder her, ne, das ist unsere Fitnessblase, in der wir leben. Das ist nochmal Ja. eine ganz andere Sache. Ich finde so, jeder Mensch sollte so ein bisschen mit seinem eigenen Körper umgehen können. Ob das jetzt, es muss kein Klimmzug oder irgendwas sein, aber ist ein gutes Beispiel. Ich meine, was machst du denn, wenn du mal irgendwo am Abschmieren bist und musst dich festhalten? Ich meine, da hätten die meisten Leute halt extrem schnell gelust, weil nicht mal Festhalten halt funktioniert. Ich habe es gestern wieder Krass. mitbekommen. Da war die Mutti von meiner Frau hier und hat ein bisschen versucht, sich an die Stange zu hängen und da geht halt einfach gar nichts. Und wir können uns das natürlich auch gar nicht mehr vorstellen, aber es ist halt leider die Normalität und wir sind die Verrückten, die in ihrer Blase leben. Absolut. Deswegen, also absolut, deswegen ist auch ganz wichtig, also ich lebe ja auch nochmal in einer anderen Blase, als du lebst, aber trotzdem sind wir beide in der Fitnessblase drin. Und wir sind wahrscheinlich die übrigen, weiß ich nicht, 5% oder vielleicht auch weniger von denen, die das regelmäßig machen und sich immer wieder steigern. Und alle anderen, die haben Probleme, wenn sie einmal angefahren werden, überhaupt wieder aus einer liegenden Position hochzukommen. So. Und das ist für uns unvorstellbar, aber der Übertrag von, egal was man macht, ist, dass du sagst, ich sage immer zu meinen Teilnehmern, wenn wir so Core-Training oder sowas machen, dann sage ich ja, wir hängen uns einfach nur in die Klimmzugstange, 60 Sekunden, wir hängen nur, wir machen gar Ja, nichts. ist schon So, krass. nur hängen und im Endeffekt ist es für mich der neue BMI-Rechner, habe ich genug Kraft, um meinen Körper zu halten? Also nur das. Habe ich Ja. genug Kraft in den Unterarmen, in den Fingern, um mich zu halten? Beziehungsweise kann ich das mental ansteuern, dass ich das auch will? Weil klar, das tut an den Fingern irgendwann weh und das kennen wir ja natürlich alle. Und ich habe da hier Schwielen, dann zeigen die mir dann ihre Hände und ich denke mir, come on, also du brauchst mir jetzt hier nicht deine Hände zeigen. Ich weiß, wie es sich anfühlt, wenn die Hände komplett offen sind und das weißt du sicher auch. Also das ist sicherlich nicht das Level, mit dem du mich jetzt hier irgendwie dann, dass ich zu dem dann sage, ja, du darfst 30 Sekunden machen. Nee, dann sage ich zu den Leuten, was ist, wenn ihr an einem brennenden Haus außen hängt und ihr euch nicht hochziehen könnt, dann hast du ein Problem. Also ich hoffe nicht, dass die Leute in die Situation kommen, aber wenn sie in der Situation sind, dann können sie es halt, kriegen sie es halt nicht hin. Und da versuche ich den Übertrag zu machen, zu sagen, bereite dich doch einfach auf alle Situationen vor, die dir passieren könnten. Und lieber du bist du doppelt vorbereitet, wie, und es passiert nie, als dass du sagst, ja, blöd, jetzt habe ich das Problem, jetzt kann ich das nicht. Auf jeden Fall. Aber ich meine, es wird bei dir genau das Gleiche sein. Ich supporte natürlich alle Leute, die halt irgendwie Bock darauf haben, das zu machen. Ich würde jetzt nie mich über irgendjemanden drüber stellen und sagen, haha, warum kannst du das nicht und ist so nichts Nee. dabei und bla. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt, also wirklich nicht. Da ist man halt mega liberal und versucht zu helfen, versucht die Leute auch zu pushen und zu supporten und zu helfen. Also das sehe ich so als meine Aufgabe. Ich bin ja genau wie du auch im Coaching-Game halt nochmal anders als du. Ich mache jetzt zum Beispiel keine Gruppenkurse mehr. Das habe ich früher auch gemacht. Ich mache nur noch Personal Training und online, also sehr Ja. spezifisch und eigentlich auch sehr spezifisch auch auf Calisthenics-Moves, aber habe nach wie vor auch immer noch ein paar Anfänger dabei und so und habe auch bis letztes Jahr noch Kurse in Darmstadt gegeben, wo halt auch immer dann noch teilweise Muttis gekommen sind, junge Muttis, die da mitgemacht haben oder halt einfach Leute, wie man es halt kennt, die so ein bisschen fit werden wollen.
ich muss sagen, ich hatte da irgendwann nicht mehr so viel Lust dazu. Nicht, weil mir das von den Leuten her zu doof war, sondern weil ich es einfach ein bisschen spezifischer wollte und so die Expertise, die ich mir angeeignet habe, mit den Skills halt so weitergeben wollte. Und dafür brenne ich halt in erster Linie. Und da wollte ich Ja. halt auch das machen und nicht immer so ein Kompromiss-Coaching, damit ich damit halt ein paar Euro verdiene. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. So, wie gesagt, da über so Leute würde ich mich niemals drüber stellen, aber es gibt auch Situationen, da stelle ich mich ganz gerne mal über irgendwelche Leute drüber und zeige dann, wo der Haken hängt, wenn es denn sein muss. Aber eigentlich genauso wie Yoda bei Star Wars, der nie kämpft und immer so den Eindruck macht, als wäre er so ein gebrechliches altes Männle. Aber wenn es dann sein muss, dann kommt alles raus. Ja. Ja, bestes Beispiel war hier am Park damals mit meiner Gruppe in Darmstadt. Und also, ich bin auch überhaupt nicht gegen Crossfitter, aber es war halt ein Crossfitter, der dann da ankam. So, nee. Und Crossfitter sehen schon immer sehr stark aus, ne? Also ihr habt eine krasse Muskulatur, die meisten haben fetten Eightpack und alles drin hängen und so. Und ich habe gerade mit meinen Leuten, da waren auch ältere Leute dabei, so über 50, die halt Frontlever lernen wollen. Frontlever heißt waagrecht in der Luft an der Stange hängen. Und das mit Ü50 noch anzufangen, also mega Respekt, aber dass man da natürlich relativ am Anfang ist, es auch klar. Und wie gesagt, ein paar Mädels waren dabei und generell sehr, sehr liebe, schüchterne Leute. Und dann kam halt so ein Dude, Crossfitter, mit seinem Kumpel an, stellt sich so neben den Barren, wo wir trainiert haben, und redet halt so ganz laut, aber so, dass ich es halt auf jeden Fall hören konnte: so, ja, die probieren hier Frontlever, aber die sind voll schwach. Ich zeig dir jetzt mal, wie das geht. Und dann hängt er sich halt so an die Stange ran und zeigt halt so einen krüppeligen Bananen-Frontlever. So. Und genau, und da war es mir natürlich dann auch ein Anliegen, weil, also ich freue mich dann natürlich auch immer über solche Situationen, weißt du, Ja, weil, natürlich. wofür trainierst du? Für sowas trainierst du letzten Endes, ist halt immer so ein kleiner Battle-Mode. Und da habe ich gemeint, so, hey, also war schon echt nicht so schlecht, aber ich zeig dir jetzt mal, wie das richtig geht. Und da hab ich mich halt so dran gehängt, und als ich dran hing, habe ich halt im Hang noch mit ihm gelabert, so, ja, guck Geil. so, also das musst du noch verbessern, deine Hüfte war ein bisschen zu tief, guck mal meine Hüfte und guck mal so die Spannung, und die Arme musst noch strecken und die Schulter ein bisschen zurückziehen. Und dann ist das Geilste überhaupt passiert. Ich bin dann runtergegangen und so und dachte, na gut, es gibt vielleicht noch ein kleines Gespräch oder irgendwas. Nee, in dem Moment, wo ich aufgehört habe, ist er einfach wortlos gegangen. Einfach so Ja, finished, bam. ja, 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 geil. Also ja, solche Situationen sind mega geil und ich feiere jeden, der, und das ist das Wichtigste, ich sage immer, man kann der beste Coach sein und auch Sozialkompetenz an den Tag legen. Im Endeffekt müssen die Leute selber es wollen. Also wenn jemand zu mir kommt, egal, Mann, Frau, alt, jung, dick, dünn und sagt, ich will was verändern, ich supporte dich 100%. Ja, und es ist nie zu spät, damit zu starten. Wenn du vom Kopf her ready dafür bist, dann wird es auch funktionieren. Wenn du das ansteuern willst, es wird es auch funktionieren. Aber du kannst halt nicht sagen, ja, ich mache hier so ein bisschen und ich warte einfach darauf, dass das halt funktioniert und ich mache halt so halblebig und so. Man muss den Leuten schon realistisch und authentisch aufzeigen, du musst bereit sein, dir den Arsch aufzureißen, sonst wird es nichts. Genau. Aber ich mag trotzdem, wie gesagt, keine Menschen, die sich über andere Menschen drüber stellen. So, das ist so ein Ding, das begegnet einem ja überall, weißt du, Leute, die viel Geld gemacht haben, stellen sich über Leute drüber und sagen, hey, ist doch ganz einfach, warum Ja, machst du nicht ja. so viel Geld? Und ich mag nicht, wenn andere Menschen sich über Menschen drüber stellen. Deswegen mache ich es immer so, wenn ich sowas mitbekomme, dann stelle ich mich natürlich gerne über so jemanden, um den mal in die Schranken zu weisen, weißt du, weil es halt Absolut. einfach mal wichtig ist, dass Leute dann auch so eine kleine Lektion kriegen. Aber prinzipiell Hat der lieber Kollege viel Geld. auf jeden Fall bekommen, von dem du erzählt hast. Ja, genau. Aber das, ich meine, das war jetzt auch, war ja nichts Böses oder so. Ich bin ja auch Nö, total nö. lieb gewesen. Nur da muss man halt auch mal dann so sagen, was Sache ist. Ja, Ja, aber gut, genau. ich meine, sowas in der Fitnesswelt hast du natürlich öfter sowas. So Ego, Absolut. großes Ego, ne? Und ego-geschwängerte Typen und so. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass das so einer der Gründe ist, warum ich auch gar nicht mehr so gerne in Calisthenics-Parks gehe oder auch gar nicht mehr auf Events gehe, weil ich mag diesen Schwanzvergleich einfach gar nicht mehr. Auch die Situation, die ich gerade erzählt habe, ich meine, das ist gute 2 Jahre oder sowas her. Jetzt würde ich der Situation wahrscheinlich eher aus dem Weg gehen. Ich bin damals ehrlich gesagt in die Konfrontation gegangen, weil ich selber noch in dem Beweisemodus war. Also ich musste da noch irgendwie mich selbst beweisen. Jetzt ist so, jetzt müsste ich es eigentlich nicht mehr. Also ich würde das jetzt wahrscheinlich anders handhaben. Ja, okay. Ja, aber wie gesagt, man darf sich da auch weiterentwickeln, auch was das angeht.
Ja, Ja. und man kann ja auch, also man kann ja immer wieder eine neue Version von sich selber überarbeiten, neue Updates hochladen und dann manche erinnern einen dran und sagen so, hatte ich letztens eine Situation, hat ein Kursteilnehmer zu mir gesagt, ich glaube, es ging um Liegestütz in so einem Gruppenkurs und ich sage so, ja, ihr dürft den Liegestütz auf den Knien machen, ihr könnt sie auch richtig machen. Dann sagt der zu mir, ja, vor ein paar Jahren, da war der halt auch schon Kursteilnehmer bei mir, hast du gesagt, Liegestütz auf den Knien sind keine richtigen Liegestütz, das gibt es in meinem Kurs nicht. Und dann habe ich gesagt, ja, habe ich gesagt, aber ich habe meine Meinung geändert. Weil Absolut. du musst ja irgendwo anfangen. Und ich kann jetzt nicht sagen, hier, die Knie dürfen nicht auf dem Boden und dann machst du so eine krüppelige Liegestütz-Variante, wo der Kopf runtergeht und die Schulter und das fühlt sich halt überhaupt beschissen an. Ja, du musst halt für jede Gruppe irgendwie eine Version finden. Und da bin ich halt von meiner Hardcore-Meinung, die ich damals halt hatte, abgewichen. Damals habe ich das so vertreten, habe das so gesagt, fand das authentisch und dann 2 Jahre später, nee, was interessiert mich mein Geschwätz von vor 2 Jahren? Jetzt weiß ich es besser. Das ist auch für dich eine Weiterentwicklung. Und damals warst du vielleicht ein bisschen jünger und ungestüm und bist aus dieser Absolut. Kraftperspektive in den Sport reingegangen, hast auch diese Perspektive gecoacht. Und es ändert sich, je nachdem, was du für Leute hast, ne? Und das ist ganz klar, das ist logisch. Ich meine, wenn ich jetzt jemanden im Coaching habe, wo ich sein Potenzial sehe, wo ich sehe, der hat mega Power, kann es aber noch nicht richtig ansteuern oder einsetzen, dann gibt es da auch keinen Kompromiss. Dann muss der hart ackern, ist ganz klar. Aber wenn jetzt jemand kommt, der halt noch total am Anfang ist, dann muss ich mit dem natürlich ganz anders arbeiten. Und dann ist es auch eine harte Aussage zu sagen, ja, Knie-Push-Ups sind keine Push-Ups, weil da kommt Richtig. es ja auch darauf an, wie man die macht. Ne? Es gibt den Knie-Push-Up, wo deine Knie extrem weit Richtung Hand vorne sind, wo du Ja. einfach nur so einen guten Morgengruß irgendwie machst. Klar, das hat mit dem Push-Up tatsächlich, hat mit dem Wenig Push-Up zu nichts tun. zu tun. Das muss man ganz ehrlich sagen. Allerdings, wenn du in die Plank-Position gehst und von da deine Knie runterstellst, dass sie so ein bisschen nach hinten ausgestellt auch sind und du quasi schon den Core aktivieren musst, um die Spannung im Oberkörper zu halten, dann ist es schon ein valider Push-Up, meiner Meinung nach. Ja. Ja, und dann ist es ein Einstieg für die Person, definitiv. Genau. Gehen Ja. wir nochmal kurz, gehen wir noch mal kurz zum Kreatur-Thema zurück, Okay. weil da, also Calisthenics hast du ausführlich erzählt, finde ich gut, kommen wir sicherlich auch nochmal drauf zu sprechen, aber es gibt noch eine Geschichte zu Kreatur, was deine berufliche Aufgabe angeht, habe ich so rausgehört. Ja, hier gibt es auch eine witzige Story, wie das Okay, zustande geil. kommt. Nämlich wie die Jungfrau zum Kind, mehr oder weniger. Wie gesagt, ich komme ja nicht aus der Fitnesswelt und arbeite jetzt quasi für einen der größten Fitness-Companies der Welt, ja, im Grunde sogar. Schon. Genau, ich mach Social Media für Creapure, beziehungsweise nicht Social Media overall. Ich mache nur den Instagram-Account und bin seit diesem Monat auch für das Teammanagement zuständig, weil das Okay. für Mirko, der das die ganze Zeit gemacht hat, der auch noch viele andere Aufgaben hat, einfach ein bisschen too much geworden ist und hat mich dann gebeten, dass ich ihm das ein bisschen abnehme. Auch dieses Jahr ein bisschen Athleten-Shootings koordiniere und so und damit dabei bin. Und genau, das mache ich jetzt halt noch mit. Also so partly Spannend. Teammanagement und Instagram als Social Media Management. Sehr Das mache geil. ich. Und auch da, die Story ist richtig krass und witzig, wie ich dazu gekommen bin. Seit 2017 mache ich das, glaube ich. Und ich muss sagen, ich war in der Zeit so ein bisschen verloren. Mein Studium war dann irgendwann fertig. Als Agenturschlampe wollte ich ja auch nicht arbeiten, weißt du, dann irgendwie für 1500 Euro in der Agentur mit richtigen Arbeitszeiten und noch morgens um 8 anfangen oder so. Das war nicht so mein Ding. Und da war ich, wie gesagt, ein paar Ja. Jahre ein bisschen drin gehangen. Ich hatte überhaupt keine Kohle. Ich war auch damals schon Freiberufler, zum Glück in der KSK. Relativ niedrige Beiträge für Krankenkasse und so, zum Glück. Ja, habe hier und da mal ein bisschen Kohle gemacht. Also hier mal ein Video gedreht. Es waren immer so 2, 3 Videos im Jahr, die ich gedreht habe. Und das war so mein Cashflow. Ansonsten halt überhaupt keine Kohle gehabt. Habe ich ein paar alte Klamotten von mir bei Vinted oder eBay verkauft, um halt mal mir eine Pizza leisten zu können. Habe Ja. die ehemaligen Autos von meiner Frau dann verkauft. Da habe ich dann ein paar Euro von ihr bekommen. Und ja, war halt finanziell überhaupt nicht so gut aufgestellt. Training lief damals schon an, aber es war, oh Gott, wenn ich dir sage, was ich da genommen habe, da würdest du mir wahrscheinlich eine Nackenklatsche verpassen. Weil ich habe Meinst dann du für teilweise, Coaching?
Ja, ich habe halt Leute für einen Zehner trainiert teilweise und so, weil ich halt keine Ahnung hatte und auch Selbstwert war relativ unten. Na, also ich habe auch jetzt noch einen Klienten von damals und der hat auch schon gemeint, hey, wie dein Selbstwert gestiegen ist die letzten Jahre, ist halt schön zu beobachten, weil ich Geil. halt auch Personal Training für 30 Euro gemacht habe und so ein Quatsch, was natürlich macht man einfach nicht, ist klar. Nee. Macht ja auch die Preise ein bisschen kaputt für die anderen. Vor allem, weil ich die Expertise ja auch schon hatte. Aber gut, das Ja. war, was damals gelaufen ist. Und dann war ich 2017 auf dem World Fitness Day in Frankfurt. Kennst du den noch? Oh, da, ja, ich war da auch, der war zweimal, oder nicht? Ja, 17 und 18. Und wir haben uns, glaube ich, aber nicht kennengelernt. Ich war auf beiden auch, in Frankfurt eben Dings, hier im Stadion war das, oder rund ums Genau, Stadion, ne? genau, Ja, genau. wir waren, meine Freundin und ich, wir waren dort auch. Und ja, erzähl mal weiter. Naja, und ja, da bin ich so rumgelatscht, es gab ja ein paar Kelly-Möglichkeiten, ein paar Stangen, Richtig? die rumstanden, habe so ein bisschen mein Ding gemacht, habe ja genetzwerkt, wie man so Ja, schön ja. sagt, Das was war mit ja so ein Wort. Event zum Netzwerken. Ja, genau. Also ich habe da die anderen Leute aus der Kelly-Szene kennengelernt, die man sonst nur von Insta gekannt hat und so, und es war ziemlich cool, hatte eine gute Zeit Ja. mit denen. Und plötzlich ruft halt dann jemand so, ey, Chris. Und dann gucke ich halt so, und dann war es halt der Mirko. Mirko, also Ah. der Marketing-Frontmann von Creapur sozusagen. Und dazu Ja. muss ich sagen, Mirko kenne ich halt schon ganz, ganz lange. Mirko ist ein alter Skate-Kumpel von mir aus Franken. Mirko kommt auch aus Franken, aus Und er skatet, Oberfranken. ja. Ja, genau, Mirko skatet immer noch und war so in den 90ern schon irgendwie so ein Skate-Homie von mir. Geil, geil. Genau. Und da habe ich nur gemeint, hey, ja, was machst du hier? World Fitness Day, was hast du mit Fitness zu tun? Und er sagt, ja, was machst du hier? Was hast du mit Fitness zu tun? Und ich habe halt erklärt, was ich so mache. Und Mirko hat damals eigentlich immer in der Skate-Szene gearbeitet. Ich glaube, er hat mal für Ednies gearbeitet und dann für Nitro Snowboards und so. Und hat dann Okay. nur gemeint, ja, ich wurde abgeworben von meinem Job, von einem Chemiekonzern. Ich so, okay, krass. Und hat mir das halt so erklärt, Creapur und was er da so macht und so. Und ja, das war es dann eigentlich auch soweit. Und wir haben dann, ich glaube, unser Insta ausgetauscht und auch Nummern und so, zum im Kontakt bleiben. Weißt du ja, wie das ist? Man sieht alte Kumpels und will dann in Kontakt bleiben. Am Ende klappt es dann doch nicht. Aber wir sind dann tatsächlich in Kontakt geblieben und er hat sich auch mein Insta angeguckt. Wusste ja gar nicht, ob das irgendwie gut oder schlecht ist. Wollte einfach mal sehen, was ich da so mache. Und für die damalige Zeit ist mein Insta, sag mal, relativ gut gelaufen. Vor allem für so einen Nischensport. Und 2017, als es noch relativ klein war alles, hatte ich so um, ich glaube, 6.000, 7.000 Follower. Na, viel, Und eine starke Zahl für die Zeit damals. genau, seitdem nicht viel passiert, aber egal. Ich meine, ich bin zufrieden, es funktioniert, das ist die Hauptsache. Auf jeden Fall hat er Ja. dann gemeint, so, ja, ey, cool. Dein Insta läuft ja voll gut. Ja, wie machst du das und so? Und da habe ich gemeint, ja, keine Ahnung. Also, ich poste halt mein Zeug, mache das halt schon relativ lang. Und ich sag mal, ich bin, wie du merkst, bin sehr gesprächig, sehr geschwätzig. Ich schreibe auch ganz viel mit Leuten und schreibe auch immer zeitnah zurück und habe mir dadurch halt ein sehr großes Netzwerk aufgebaut. Und so lief es dann halt. Und er hat dann gemeint, ja, mit Creapur bei uns, wir haben auch Insta, wir haben sogar eine Agentur, die das macht, aber es läuft irgendwie total kacke. Guck dir das mal an. Und ja, habe ich mir das angeguckt und sehe halt irgendwie so einen echt ziemlich pimmeligen Account mit 400 Followern und denke mir so, ja, ey, und das macht eine Agentur, okay, schon krass. Und ja, das war es dann aber wieder mit dem Gespräch irgendwie. Und ich glaube, eine Woche später oder irgendwas ruft er mich an und sagt so, ja, also die Agentur, die will ich jetzt kicken, willst du das für uns machen? Und ich so, nö, so, also, nee, ich habe keine Zeit. So, also ich habe mir aber nicht getraut, weißt du, weil ich meine, Ja. Insta für sich selbst zu machen, ist natürlich nochmal was anderes, als die Verantwortung für eine Company zu übernehmen. Habe ich mir einfach nicht zugetraut und er hat halt nur gemeint, ja, komm, ey, nur so ein bisschen, paar Stunden die Woche und so. Wir können ja mal gucken, wie es ist und wenn es nichts ist, dann kannst du ja wieder aufhören. Ja, und so hat es alles angefangen und ich habe dann relativ schnell gemerkt, hey, liegt mir irgendwie ganz gut, macht mir Spaß. Ich meine, ich habe mit Sport zu tun. Klar, ich muss auch Sportarten featuren, die mit Kelly und so nichts zu tun haben, aber ist ja auch egal. Ich bin da nicht so eindimensional. Hauptsache Sport und halt irgendwas machen, was mich auch interessiert. Und genau, bin dann da so reingewachsen und ja, seitdem da on board. Geil, geil. Ja, das wusste ich tatsächlich alles gar nicht. Ja, genau. Gar nicht. Also ich habe dich ja, wie gesagt, wahrgenommen. Also
keine Ahnung, welcher Algorithmus dich bei mir reingespült hat und so, das weiß ich nicht, aber ich habe deinen eigenen Account auf jeden Fall immer wahrgenommen und ich glaube, ich bin drauf hängen geblieben wegen No Retreat, No Surrender. Ah, Was ja, genau. Deine Message. sag mal kurz, wie dein Insta-Kanal heißt, damit die Leute dir auch folgen können. Das ist eigentlich der beknackteste Name überhaupt. Also es haben auch schon so viele Leute gesagt, Alter, hör auf mit dieser Abkürzung, kann sich keiner so merken. Dein Account könnte wahrscheinlich viel größer sein, wenn du einen gescheiten Namen hättest. Aber das war Ja. ja auch nie zum Erfolg haben gedacht. Ich wollte einfach was für mich eine Bedeutung hat. Und das war damals, wir haben ja schon drüber gesprochen, Spartakus-Serie, großer Fan, 300 großer Fan, Ja. Spartiaten-Mentalität, noch größerer Fan. Und klar, Ja. man könnte meinen, mein Insta heißt NRNS Calisthenics, was die Abkürzung für No Retreat, No Surrender ist. Ja. Ist natürlich das Spartiaden-Motto, hat aber noch einen viel, viel tieferen Hintergrund und Sinn, weil tatsächlich ist No Retreat, No Surrender der Titel von Karate Tiger 1, der einer meiner Lieblingsfilme aus meiner Jugend und Kindheit ist. So, Geil. ne? Ja. Jean-Claude Und Van Damme, ne? genau, Jean-Claude Van Damme in seiner ersten richtigen Rolle als Ivan der Russe, aber Ja. eigentlich Kurt McKinley hieß er, glaube ich, der Hauptdarsteller von damals, der dann vom Geist von Bruce Lee trainiert wird und einfach mega Ja. geiler Film und vor allem einer der wenigen Filme aus den 80er Jahren, die bei mir jetzt noch funktionieren. Der löst jetzt immer noch die gleichen Emotionen aus. Geil. Viele, viele alte Filme sehe ich heutzutage und denke mir so, what the fuck, warum hat mir das damals gefallen? Aber der und Over the Top, die beiden funktionieren bei mir Oh emotional immer ja. noch. Over the Top ist der mit dem Dings Arm Wrestling, ne? Mit Ja. Stallone. Ja, wo er Genau, das Cap, Klassiker. wo, er kann nur performen, wenn er das Cap umdreht. Ja, genau, Und der genau. ist so, das ist so die Story mit seinem Sohn und der fährt im Truck immer so und das ist eine coole Story, ja. Mag ich auch den Ja, Film. sehr geil, genau. Und die Filme, die funktionieren bei mir immer noch und deswegen dachte ich mir damals, also den Film No Retreat, No Surrender im Originaltitel in Deutsch Karate Tiger 1, den gucke ich mir regelmäßig an, mindestens so alle 2, 3 Monate gucke ich den mal. Und das hat natürlich für, ich bin so ein Mensch, ich mag die so Bedeutungsmuster und das hat für mich gepasst. Der Film heißt No Retreat, No Surrender. Gleichzeitig ist das Spartiaden-Motto und dann habe ich ja auch hier Spartiaden-Tattoos, so ein Sparta-Helm und so ein Kram. Ja. Und hat einfach super gepasst und deswegen auch die Abkürzung ist natürlich für Social-Media-Erfolg nur bedingt gut, ist ganz klar. Aber egal. Ne? Also Das. ich werde auf jeden Fall hier den Kanal verlinken, damit die Leute dir folgen und das sehen, was ich da auch gesehen habe. Und dann war das halt witzig, weil ich habe den Mirko und die Creapur Crew auch beim World Fitness Day kennengelernt. Oder wir, ja, meine Ah. Freundin und ich, wir waren da unterwegs. Wir sind zufällig auf dieses Event gestoßen, weil wir waren immer jedes Jahr so standardmäßig jahrelang auf der FIBO, einfach so als Besucher, immer. Und weil halt Fitnesswelt und mega geil. Und dann gab es halt mal ein anderes Event, das woanders war. Und Frankfurt ist ja jetzt für uns auch nicht so weit weg. Und dann sind wir da hingefahren, weil ich glaube, es war, ich weiß nicht, wir waren zweimal, wie gesagt, dort. Ich habe einmal bei einem Gewinnspiel mitgemacht und dann habe ich zwei Übernachtungen gewonnen in irgendeinem hochwertigen Hotel in Frankfurt. Und das war natürlich dann prädestiniert. Also ja, ich glaube sogar die Eintrittskarten waren dabei, bin ich mir sicher, aber es war geil, weil das war also richtiges bonziges Hotel und auch in der Nähe und so. Und dann sind wir da Geil. hin und dann haben wir den Mirko dort kennengelernt und dann ist mir, also die waren sowas von herzlich an diesem Stand und nett und wir haben Ja. dann noch Bild, wir haben noch Bilder gemacht und alles Mögliche und ich habe den Mirko damals ausgefragt so wegen, weil ihr verkauft ja da gar nichts und ich habe das nicht kapiert, ne, dass die da Aufklärungsarbeit zum Thema Kreatin machen und ich fand, ich habe es halt Genau. so krass so krass gefeiert, dass es einfach eine Marke gibt oder ein Unternehmen in dem Fall, habe ich ja damals auch noch nicht gecheckt, ein Unternehmen gibt, das nichts verkauft, sondern die sind ja der Rohstofflieferant, stellen das her Genau. und erklären den Leuten, warum wir und nicht jemand anders und auf was musst du achten und diese ganzen Dinger, die ich jetzt dieses Jahr, letztes Jahr bei der FIBO den Teilnehmern der Messe erklären durfte, habe ich damals selber nicht kapiert. Also ich war genauso auf dem Stand der Leute, mit denen ich mich letztes Jahr unterhalten habe, die das auch nicht verstanden haben. Die sagen, ja, aber ich nehme Kreatin und ja, du musst aber hier und da das Logo und hin und her. Und das hat mir der Mirko damals erklärt. Und dann ist mir aufgefallen,
Ja, aber der Chris ist ständig auf diesem Kanal von Creapo zu sehen, auf diesem Instagram-Kanal. So, und den Typ kenne ich doch von einem anderen Kanal und so. Und jetzt, also ich habe dich ja auf der FIBO kennenlernen dürfen, aber mit der Geschichte, die du jetzt gerade ausgepackt hast, macht es für mich erstmal Sinn. Ja. Aber das ist genau wie du sagst. Ich mag das Creapur-Team auch unglaublich gerne. Ich meine, das muss ich jetzt nicht sagen. Ich würde immer sagen, was ich sagen will, egal für wen ich arbeite. Ich würde immer ehrlich sein. Aber ich fühle Ja. mich da einfach total wohl. Ich finde, es ist ein cooles Team. Auch als wir zusammen auf der FIBO waren, du warst ja auch Teil des Teams auf der FIBO. Und es ist einfach immer eine geile Atmosphäre. Ich finde, es ist immer super authentisch, mit dem Team zu arbeiten, mit den Leuten, die für Creapur dann auch am Stand sind oder generell. Voll, Und voll. genau wie du sagst, weil wir nichts verkaufen wollen, sind wir eben authentisch, weil wir im Grunde machen wir B2B-Verkauf Ja. nur, also nur an Brands und nicht an den Endverbraucher. Und deswegen, weil wir nichts verkaufen wollen, auch nichts verkaufen müssen, unsere Kunden sind fix, egal ob wir da mit dem Stand stehen oder nicht. Weißt du, können wir natürlich ganz anders auftreten als irgend so ein Pimmelzwerg, der halt unbedingt sein Whey-Protein, Ja. Clear Whey Cola oder so auf der FIBO verkaufen muss, weißt du? Absolut, absolut. Ja, definitiv. Also richtig, richtig gut und unkompliziert, unkompliziert einfach. Genau. Also Und ja. die Aktion auf der FIBO und es war, also